Okay. Er muss jetzt diesen Arm hier mit rumschwubbeln oder was? So. Und jetzt? Ah, jetzt muss ich natürlich da lang. Okay. Kühlkammerwest, alles klar. Hallo. Ich will da eigentlich gar nicht durch. Der steht doch jetzt voll nah. Oh, dich. Man muss immer auf das gelbe Schwubbelige schießen. Da war viele, die da kommen. Ich habe gerade einen Double Kill gemacht. Das war cool. Die sind gar nicht so schwierig. Ich hätte gar nicht so davor schreiend weglaufen sollen. So, kurze Antwort an den Chat. Nein, ich habe das noch nicht durchgespielt. Ich spiele komplett blind. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich habe nämlich auch kein Let's Play dazu gesehen. Also weiß ich absolut nicht, was hier kommt. Und kenne mich nicht aus. Schwerelosigkeit. Oh, ich hasse diese schwerelose Kacke. Ich habe hier absolut überhaupt keine Orientierung. Wo müssen wir denn hier lang? Hier ist überhaupt gar kein Weg, ne? Gehen wir mal hier hin. So, und jetzt? Da durch, oder wie? Aber das war nicht offen. Hä? Moment, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Ich verstehe es nicht. Nee, hier bin ich hergekommen. Okay, gut. Oh, diese... Ich verliere komplett die Orientierung hier. Das ist wirklich schlimm. Hier ist aber auch keine Öffnung. Hier sind nur überall diese blöden Stacheln. So, und da unten sind wir hergekommen. Weiß ich jetzt. Immerhin ist hier nicht luftleerer Raum oder so. Oh, ich kann nicht so genau erkennen, wo wir hin müssen. Dieses Zielding zeigt auf die Tür. Muss ich da irgendwo drauf schießen? Geht das dann auf? Wie geht denn die auf? Kann ich die nicht aufmachen? Verstehe ich nicht. Und jetzt? Kann mir das mal jemand erklären? Wie geht denn das auf? Oh, ich weiß es. Nein, was? Oh, na toll. Auch noch so ein Babykackvieh. Okay, das erste ist weg. Da war noch eins, oder? Ich habe da gerade aus dem Augenwinkel habe ich noch eins gesehen. Oder war das das, was weggeflogen ist? Klar, das ist schon ein cooles Feature irgendwie mit dem Schwerelosen. Das gibt's ja sonst nicht, aber ich weiß nicht. Ich komme halt nicht so gut damit klar, weil ich komplett die Orientierung verliere. Das ist eigentlich mein einziges Problem. Deswegen mag ich das nicht so. Wo? Da oben ist die Sau. So, spring mal hier hin. Weil der dreht sich ja auch. Ach so, jetzt sind wir richtig rum. Ich hätte gedacht, wir müssen andersrum hier lang. Okay. Komplett die Orientierung verloren, ne? Habe ich ja gesagt. Ich habe es ja angekündigt. Wir laden mal nach. Unseren Plasmakacker. Achtung! Luftfiltersystem noch aktiv. Das Betreten der Verlosung ist alles Security. Oh Gott sei Dank, hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den
nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo? Ach du Kacke. Was ist das denn hier? Heiße Sache. Lass mich da durch! Okay. Oh Gott. Das war die letzte, Isaac. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst. Hier wurde weggefeuert. Ich habe mir diese Geschichte durch die Crew fing an, Massen zu haben. Und jetzt. Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Puh. Haben wir jetzt alle? 8 von 8. Jetzt wird die Atmosphäre recycelt. Oh, guck mal. Ich habe ja eine Clementine. Und normalerweise sind die Stücke so groß. Das ist ein Babystück. Das ist ein Babystück. Kann ich jetzt ein bisschen Fahrstuhlmusik? Ganz leise. Wie cool wäre das, wenn man so in diesen Anzug, den Isaac anhat, so ein bisschen Kopfhörer einbauen würde oder so. Das wäre doch cool. 10 Kilotonnen. Ach du Scheiße. Ja, ich will da vielleicht doch nicht hin. Können wir wieder gehen? Geht das? Ich will das nicht. Bitte lass mich. Nein! Hör auf mich zu essen und zu pieksen! Ekelbaby! Okay. Das war wahrscheinlich nicht die 10 Kilotonnen schwere Sache, oder? Oh, hier liegt immer noch unser ganzer Loot von vorhin. Wir müssen wieder zurück. Das ist doch der Rückweg. Wir sind hergekommen. Glaube ich. Doch, doch. Okay. Warum ist das jetzt kaputt gegangen? Ach, nicht der Scheiß schon wieder. Ganz locker geschafft. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Das ist Nicole, aber woher sollte sie wissen, dass wir hier an Bord sind? Woher sollte sie das wissen? Ah. Ich würde mal sagen, wir speichern erstmal, bevor wir hier irgendwas machen. Okay. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Toll. Das heißt, wir dürfen da jetzt rein und das, was da drin ist, noch besiegen. Herrlich. Einfach herrlich. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht in den Safe tue erstmal, weil wir brauchen sicherlich keine zwei davon. Einfach das, was wir so als Backup noch haben, wenn wir dann mal doch was brauchen sollten. Keine Ahnung. Bin mir da nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass ich hier nicht... Oh, nachladen wäre gut. Ich will hier auf jeden Fall nicht rein. Aber ich glaube, das bleibt uns leider nicht erspart. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe.
gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Wer ist denn Jacob? Was habe ich verpasst? Was ist denn stehen? Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Ich würde hier gern weg, ne? Ah, danke, das Licht ist angegangen. Eintritt Schwerelosigkeit. Wie mache ich das denn? Wie kann ich denn das bekämpfen? Okay. Alter, beweg dich nicht so viel. Aua. Ah, Kacke. Dreh doch nicht die Sicht, Isaac. Erster ist weg. Welcher ist der nächste? Nachladen? Okay, links, rechts, links. Links, oder? Nee, rechts. Oh, der rechts kommt jetzt unten durch. Okay, wieder links. Oh, ah, Mann. Ich hab den nicht sehr gut getroffen. Dreh dich doch nicht so dumm. Ah, jetzt kommt er wieder nicht mehr raus. So eine Kacke. Okay, geschafft. Puh, das nächste. Komm, steck deinen Schnuddel da durch. Auf. Da kommt bestimmt gleich aus dem Riesigen noch was raus. Der wird ja nicht einfach sterben. Sobald wir seine drei Arme kaputt gemacht haben. Da kommt da bestimmt noch was. Kommt da noch die große Rosette hier. Okay, nächste Stufe. Immer drauf halten. Puh. Noch weiter drauf schießen, auch wenn es schon tot ist, aber ganz ehrlich, das ist so ekelhaft, ne? Du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott, keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Welche Tür? Wir waren auf jeden Fall erfolgreich. Uhu, wir haben das Ding besiegt. Die böse Rosette. So nenne ich das. Was habe ich da aufgesammelt? Ich habe schon wieder irgendeinen Scheiß aufgesammelt, den ich nicht brauche. Genau, das brauchen wir nämlich nicht. Komm, wir wechseln jetzt auch mal wieder auf unsere... Ja, auf unser Impulsgewehr. Ich finde, situativ kann man immer ganz gut wechseln und gucken, welches man jetzt braucht. Ist das überhaupt der Rückweg? Bin mir da nicht so sicher. Doch, 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 hier geht's zurück. Oh. Meine Clementine ist alle. Jetzt müsste ich mir eine neue holen. Das mache ich aber erst, wenn wir hier mit Kapitel 6 durch sind. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt hier uns dem Ende von Kapitel 6 nähern. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir ganz gut. Auch wenn es manchmal ein bisschen stressig ist, weil einfach so viel passiert, ne? Hier waren diese Toiletten, ne? Ich erinnere mich. Hier waren wir ja überall schon. Ah, die Monorail! Ja! Ich finde es ganz cool, dass die Monorail immer so ein bisschen als Abschnitt
dient. Also immer wenn man zurückkommt, dann hat man den Abschnitt geschafft und kommt in den anderen und in den neuen und ins nächste Kapitel. Das ist irgendwie ganz cool gemacht, finde ich. Ich habe bisher, wie gesagt, nur Dead Space 2 mal gespielt. Und es hat mir auch gut gefallen. Aber war halt irgendwie, ich war da noch sehr viel jünger. Und da habe ich es als gruseliger empfunden. Und Kapitel 6 geschafft. So, einmal speichern. Überspeichern wir den zweiten Spielstand. Und kommen jetzt in Kapitel 7 ins Leere. Okay, jetzt kommen wir ins Abbaudeck von der Hydrostation. Okay. Okay, wir sind da. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Ja, geht mir ähnlich, du. Geht mir ähnlich. Ich habe ihren Namen vergessen. Aber ist ja auch egal. Wir haben auf jeden Fall ein paar Aufgaben bekommen. Und zwar Schlüssel zum Abbaudeck finden und SOS-Sender finden. Und dann müssen wir den Sender anbringen und ein SOS-Signal absetzen. All das, meine Lieben, machen wir nächsten Dienstag im nächsten Livestream. Für alle, die auf YouTube zugucken, tschüss. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Aufnahme wieder. Und falls ihr Lust habt, schaut auch mal im Stream vorbei. Hat auf jeden Fall wieder mal Spaß gemacht. Aber ich finde, so eine kleine Pause braucht man am Ende irgendwie doch. So nach drei Kapiteln, die wir wieder gemacht haben. Ist schon hart. Vor allem Kapitel 5 war wirklich krass. Kapitel 6 ging jetzt wiederum. Aber Kapitel 5 war wirklich extrem. Naja.